Wer möchte nicht sportlich, fit und gesund wirken? Ja, das will jeder. Manchmal tut's aber schon ein Fitnessarmband. Dieses Fitnessarmband kann Ihnen nämlich helfen, ein bisschen mehr Bewegung ins Leben zu bringen. Auch mal zu kontrollieren, was tue ich so den ganzen Tag. Das kann nämlich tatsächlich mitschreiben, was Sie so tun. Ja, nur die sind im Normalfall immer so teuer. Und dann überlegt man, ach, gebe ich das Geld aus, gebe ich es nicht aus? Deshalb hat Vivian sich für Sie auf die Suche gemacht und hat gesucht, dass sie die speziellsten und besten Preise für Sie bekommt bei den Fitnessarmbändern, damit Sie Ihr Armband oder vielleicht Ihre Fitnessuhr noch vor Weihnachten bekommen. Ja, ich meine, die Neujahrsvorsätze, die sind ja auch schon gemacht, ne? Und das vielleicht auch schon seit einigen Jahren, dass Sie sagen, ja, ich will sportlich durchstarten. Na, wenn es schon nicht im Fitnessstudio ist, dann zumindest 5.000 Schritte am Tag. Aber die Empfehlungen der Experten liegen bei 10.000 Schritten pro Tag. Und das liegt nicht daran, dass man sich foltern möchte oder dass man sagt, sie müssen sich bewegen. Nein, liebe Zuschauer, es geht um die eigene Gesundheit und das merkt man wirklich auch schnell, sobald man denn dann mal ein paar Schritte an der frischen Luft zum Beispiel macht. Nur kommt es meistens recht wenig dazu, wenn man es einfach nicht dokumentiert. Und es ist wirklich wie bei allem im Leben. Ich sag's Ihnen, Sie werden es auch selbst wissen. Ich kann natürlich darauf achten, dass ich etwas weniger esse, aber ob ich wirklich in der Diät bin, kann man mir quasi nur ausrechnen, wenn ich die Kalorien dokumentiere und festhalte. Ich kann ins Training gehen und ein bisschen trainieren, möchte ich aber Erfolge haben, muss ich dokumentieren, was ich Woche für Woche, Tag für Tag mache, um dann schriftlich nochmal festgehalten, einfach die Bestätigung zu haben, dass eine Steigerung hier einfach quasi erzielt wurde. Und genauso ist es mit den Fitnessarmbändern letztlich auch. Wir wissen gar nicht so wirklich, wie viele Schritte machen wir über den Tag verteilt eigentlich. Es gibt Menschen, die denken, die machen 600, 700 Schritte am Tag, dabei sind es 4.000, 5.000 und sie werden wirklich ganz, ganz, ganz erstaunt darüber sein, was ihnen ihr Fitnessarmband anzeigt. Andersrum gibt es aber auch diejenigen wie Lutz zum Beispiel, der eigentlich relativ gut auf seine Ernährung geachtet hat, aber wirklich wochenlang zu mir kam und gesagt hat, Vivian, ich nehme irgendwie nicht ab. Naja, der Lutz ist halt auch so jemand, der versinkt gern mal am Schreibtisch und bewegt sich dann auch mal den halben Tag gar nicht. Und da sind so Fitnessarmbänder einfach tolle Motivatoren, um einfach jetzt wieder etwas zu tun. Wir sind nach Dassel gezogen, Lutz hat weiter Gewicht verloren, weil er sich mehr bewegt hat. Ja, das Gebäude ist größer. Das Gebäude ist größer, die Wege sind länger. Und genauso ist es mit den Fitnessarmbändern auch. Wir haben verschiedene Varianten für Sie und beginnen mit unserem Einstiegsmodell, das eigentlich kein Einstiegsmodell ist. Und das ist ein ganz, ganz hochwertiges Fitnessarmband, das Sie jetzt hier bekommen, mit einem kontrastreichen OLED-Display. Sie sehen das, super schön gemacht, wird Ihnen jetzt hier zum einen die Uhrzeit angezeigt, zum anderen aber auch die zurückgelegten Schritte, die jetzt passiv die ganze Zeit gemessen werden. Das heißt, das Fitnessarmband wird einmal angelegt und schwuppdiwupp werden Ihnen jetzt ganz passiv die Schritte einfach mitgerechnet. Schauen Sie mal, 1183 Schritte hat der liebe Gerrit eben gemacht, der das Fitnessarmband für uns getragen hat. Dann sehen wir jetzt eine Art Herzmessung. Das ist ein Richtwert, der Ihnen angezeigt wird, der jetzt hier die Herzfrequenz anzeigt. Wir haben hier 13 Sportarten, wo 3 vollautomatisch erkannt werden. Das Gehen, das Laufen und übrigens auch das Radfahren. Alle anderen können Sie über die App noch weiterhin einstellen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Ihr Fitnessarmband individuell für Sie hier ein Notizheft ist, der das festhält, was Sie über den Tag verteilt machen. Und um Ihnen natürlich zu sagen, wie viele Schritte Sie gegangen sind, um Ihnen zu zeigen, wie ist denn jetzt gerade die Herzfrequenz, brauchen wir Ihre persönlichen Daten für das Fitnessarmband und für die App. Diese App installieren Sie einmalig auf Ihrem Smartphone. Das ist komplett egal, ob das ein Android-betriebenes Smartphone ist oder ob das ein iPhone ist zum Beispiel. Wird kostenfrei runtergeladen. Da werden Sie einmal nur abgefragt, wie groß Sie sind, wie viel Sie aktuell wiegen und vor allem auch, ob Sie männlich oder weiblich sind und was Ihr Ziel ist. Und dann wird alles vollautomatisch konfiguriert und ich muss wirklich nie wieder was machen. Das ist ja super simpel. Also es ist ja irgendwo doch ein Einsteigermodell für all diejenigen, die es unkompliziert haben wollen. Mhm. Nur 28,41 Euro. Das ist ein super Sonderpreis. Gerade wenn Sie schon drüber nachgedacht haben, soll es jetzt ein Fitnessarmband sein oder nicht, da können Sie jetzt sofort zugreifen. Eignet sich auch noch super als Geschenk. Wenn Sie es jetzt sofort bestellen, dann kriegen Sie es auch noch vor Weihnachten. Die NX 43 95 56 und die 9 ist die Bestellnummer. Nicht zu lange überlegen. Weil ich habe schon gehört, es sind sehr viele in den Leitungen. Also es sind ganz viele andere Zuschauer auch vor dem Fernseher, die sagen, oh, ich muss schnell noch Geschenke shoppen. Es kann dann plötzlich schnell gehen.
Bei den Fitnessarmbändern haben wir aber auch Alternativen, noch andere Ideen. Also das erste, 28,41 Euro, ist super. Bestellen. Das nächste ist größer. Ah. Ja, liebe Zuschauer, ist in allen Belangen größer und kommt natürlich darauf an, was Sie jetzt gerne hätten. Wir sehen, das ist das Modell, das wir Ihnen gerade gezeigt haben. Schauen Sie sich das Display an, OLED-Display, super schön kontrastreich. Aber für Personen, die jetzt eher dazu tendieren und neigen, eine kleine Sehschwäche zu haben, muss man sich auch mal selbst eingestehen, ist jetzt die Variante deutlich cleverer. Sie sehen gleich, das Display ist noch was größer und vor allem haben wir hier auch noch mehr Kapazitäten. Das sehen wir zum Beispiel an der Akkulaufzeit. Hier haben wir eine noch größere Akkulaufzeit, liebe Zuschauer, ein noch größeres Display, das ganz einfacher zu lesen ist. Was soll ich darüber sagen? Es ist einfacher, hier die Daten zu erkennen. Wir sehen hier die Animation für die Schritte noch mal größer dargestellt, was ganz einfach hier für viele eine Wahnsinnserleichterung ist. Wir sehen, dass Benachrichtigungen über das Smartphone auch direkt am Handgelenk angezeigt werden können. Wir sehen jetzt hier, dass wir zum Beispiel auch hier verschiedene Sportarten haben. Und statt 13 wie vorhin, haben wir jetzt gleich 24 Sportarten, liebe Zuschauer. Erinnern Sie sich, dass bei dem ersten Modell 3 automatisch erkannt wurden? Hier sind das 6 Sportarten, die automatisch erkannt werden. Ob das Radfahren ist, ob das Laufen ist, also noch mehr automatische Modi und vor allem noch mehr Auswahlen bezüglich der Sportarten. Das heißt, wenn Sie also Squash machen oder Tennis, irgendwas, das jetzt nicht unbedingt von einem klassischen Fitnessarmband gemessen wird, ist das genau das Richtige für Sie. Dass alle staub- und wasserdicht sind, ist, glaube ich, selbstverständlich. Wir werden hier nicht nur vom Display her größer, sondern vor allem auch von der Akkukapazität, was natürlich für viele wichtig ist, die jetzt sagen, Mensch, Fitnessarmband soll, wie gesagt, so ein kleiner technischer Notizblock an meinem Handgelenk sein, der passiv einfach alles wahrnimmt, was ich mache. Ich mir das später auf der dazugehörigen App mal abends anschaue und dann schaue, was ich optimieren kann, oder ob ich mir selbst auf die Schulter klopfe und bei unseren leckeren Lebkuchen mal ordentlich zu lange und essen darf. Das ist genau der Punkt. Und jetzt kommen wir hier, wie gesagt, von 8 Tagen Akkulaufzeit auch auf 10 Tage Akkulaufzeit. Und was jetzt auch schön ist, und das hatten wir noch gar nicht erwähnt, auch bei dem anderen Fitnessarmband, ist, dass die eine GPS-Streckenaufzeichnung haben. Das heißt also, wir haben hier einen GPS-Empfänger integriert, der empfängt das GPS-Signal und dann kann man auf der App sich zum Beispiel auch die Route anschauen, die man zum Beispiel über den Tag verteilt gegangen ist. Kann man jetzt mal gucken, wo die Ehefrau war? Scherz beiseite. Nein, aber da kann man mal gucken, wo bin ich überhaupt alles lang gegangen und wie sieht die Route aus? Und dann gibt es ja viele, die laden das auch auf den sozialen Netzwerken dann gerne hoch und sagen, juhu, ich habe 10.000 Schritte gemacht und war in Buxtehude und bin von Buxtehude noch nach Pusemuckel gegangen. Sie wissen, was ich meine. Kann man sich das auch mal noch schön auf der App anzeigen lassen. Ja, eine sehr schöne Geschichte. 47,41 Euro Bestellnummer NX6110 56 und die 9. Auch da gleich bestellen. Bei diesem Fitnessarmband bitte denken Sie an die Menschen, die sich ein bisschen schwerer tun mit dem Lesen. Also ich selber habe es auch immer gerne etwas komfortabler, gerade auch auf so einem Fitnessarmband oder auf einer Fitnessuhr, um die ganzen Daten auch lesen zu können. Na, also das finde ich schon schön, wenn dann der Bildschirm ein bisschen größer ist. Ja, die ganz jungen Leute, die reichen vielleicht mit der Einstiegsvariante, mit dem schmalen Bildschirm. Aber bei den Älteren empfehle ich Ihnen wirklich, Sie haben viel mehr Freude an einem großen Bildschirm. Für 47,41 Euro ist es trotzdem ein ganz tolles Schnäppchen zum Sonderpreis. Wenn es noch Weihnachten kommen soll, sofort anrufen. Ja, wir produzieren ja immer wieder nach, verstehe ich toll. Aber für Weihnachten müssen Sie schnell sein, weil unsere Bestände hier wirklich dahin schmelzen. Ich glaube nicht, dass Sie heute Abend irgendwo noch Glück haben können. So, jetzt gucken wir aber mal weiter. Wir gucken weiter, liebe Zuschauer, denn alle guten Dinge sind 3, würde ich sagen, oder? Und das Beste kommt zum Schluss und so ist es auch mit den Fitnessarmbändern. Ich sage Ihnen ganz ehrlich an dieser Stelle, wenn Sie jetzt sagen, ich will das mal ausprobieren, ausschnuppern, bestellen Sie das Erste. Sie werden aber relativ schnell Gefallen daran finden, glauben Sie mir. Und dann sagen Sie, Mensch, warum habe ich denn nicht gleich das Beste bestellt? Das ist meine persönliche Empfehlung an dieser Stelle. Gerade auch für die Personen, die sich natürlich etwas sportlich motivieren möchten. Aber auch für den ganz normalen Alltag. Für die unathletischen, unsportlichen Menschen, die vielleicht auch Vorerkrankungen haben bezüglich des Blutdrucks. Denn das ist jetzt das beste Fitnessarmband, meine persönliche Meinung, dass wir Ihnen hier vorstellen dürfen, dass wir im Produktportfolio haben. Wir haben jetzt hier natürlich selbstverständlich die zahlreichen Fitnessfunktionen. Wir können uns die zurückgelegten Schritte anschauen, wir können hier natürlich auch die Distanz sehen, die wir zurückgelegt haben und. Wir haben hier aber, wie bei den anderen Fitnessarmbändern, nicht nur
einen Herzfrequenzsensor integriert, sondern auch noch eine Blutdruckanzeige und vor allem werden uns hier Verlaufskurven erstellt. Das klingt auf den ersten Moment sehr technisch, wird aber, wenn man es genauer erklärt, super einfach und verständlich und Sie können sich darunter auch was vorstellen. Denn ein EKG hat, glaube ich, so gut wie jeder schon mal gemacht beim Arzt. Das ist so eine Herzfrequenz-Verlaufskurve, die Ihnen dann angezeigt wird. Lassen sich manche Menschen tätowieren, andere schauen sich das auf Blatt Papier an, andere wollen einfach nur wissen, dass es ihnen gut geht. Und genau diese Funktion haben wir bei diesem Fitnessarmband hier. Und das macht es so besonders. Die Herzfrequenz wird jetzt hier als Verlaufskurve angezeigt auf der dazugehörigen App, die Sie jederzeit anschauen können. Wir haben aber auch eine Kombination aus Blutdruck und Herzfrequenzanzeige, die jetzt dafür sorgt, liebe Zuschauer, dass wir die PPG-Verlaufskurve haben. Hat man natürlich wieder alle Daten auf dem Fitnessarmband, das haben Sie jetzt gesehen, so sieht die dazugehörige App aus. So sehen wir dann hier zum Beispiel prozentual, wie viele Schritte wir zurückgelegt haben, gilt jetzt einfach nur zur Demonstration. Wir sehen, wie viel Prozent das sind. Wir haben bei allen Fitnessarmbändern eine Schlafanalyse mit dabei, wo Sie sehen, wie viele Stunden und wie fest Sie geschlafen haben. PPG-Anzeige, Beats per Minute, liebe Zuschauer, die Ihnen hier angezeigt werden jederzeit, kann man super einfach draufgehen und sich das dann jederzeit anzeigen lassen. Wir haben aber selbstverständlich auch hier über den Gesundheitspunkt die EKG-Herzfrequenzverlaufskurven, die wir uns dann hier auch grafisch jederzeit nochmal anschauen können, wenn das Fitnessarmband getragen wird. Jetzt ist es ja gerade bei uns hier am Aufsteller, wo dann Ihre Pulswellenlaufzeit ganz einfach dokumentiert und angezeigt wird. So viel zum Technischen. Jetzt kommen wir mal einfach zu dem Punkt, der Ihnen den Alltag erleichtert. Und das ist der, dass Sie jetzt einfach wieder ein besseres Gefühl haben. Sandra, ich habe auch eine Fitnessuhr, die wir Ihnen gleich zeigen, getragen über ein paar Tage, um mir das mal anzuschauen. Und mir ist einfach aufgefallen, dass sowas auch echt ein toller Helfer im Alltag ist. Jetzt bin ich 24 und kerngesund und habe keine Blutdruckvorerkrankung. Aber trotzdem gibt es ab und zu mal so Momente, wo man sich was müde, was matt fühlt, gerade jetzt in der Winterzeit, wo man das Gefühl hat, man ein bisschen schlechter Luft zu bekommen oder wo der Kreislauf einfach nicht so mitspielt. Und wenn man dann den Richtwert hat, den man sich jederzeit einfach mal schnell von unterwegs aus anzeigen lassen kann, gibt das vielen Menschen einfach auch ein Gefühl der Sicherheit. Es gibt viele Menschen, gerade im älteren Semester, die sagen, ich fühle mich unwohl. Die gehen dann vielleicht auch mehrfach die Woche mal zum Arzt, einfach nur um wissen zu wollen, dass alles in Ordnung ist. Da ist sowas jetzt auch was Schönes, gerade auch zum Verschenken. Wenn man dann sagt, Mensch, bevor du jetzt zum Arzt gehst, dokumentier doch mal lieber über 2 Wochen deine Herzfrequenzverlaufskurve und dann kannst du dem Arzt das zeigen und der kann dann natürlich darüber hin entscheiden, ob da was ist, ob da nichts ist. Wie gesagt, er setzt natürlich nicht den Gang zum Arzt, aber gilt als Richtwert. Und da ist das auch was Schönes, einfach um im Alltag ein bisschen mehr allgemeine Informationen über den gesundheitlichen Status zu bekommen. Ich bin auch der Meinung, wer sich bewegt, wer Sport treibt, der soll auch die ganzen Informationen haben. Vor allem, Sie bekommen da dann schnell mal einen Hinweis, sollten Sie vielleicht doch zum Arzt gehen oder nicht. Da kann man mit den ganzen Werten, kann man ja sehr viele Hinweise dann auch kriegen. Also, egal ob Sie jetzt sagen, Sie sind sportlicher Typ und wollen richtig Fitness wissen und wollen wissen, wie viel Sie trainieren, dann können Sie hier zugreifen. Aber auch diejenigen, die einfach nur mal ein bisschen mehr in Bewegung kommen wollen. 66,41 Euro für dieses Schmuckstück. Die Bestellnummer ist die NX43-93-56 und die 9. Ist sowohl für diejenigen geeignet, die es langsam angehen wollen, als auch für die, die es richtig wissen wollen und auch gleich alle Werte kennen wollen. Ja, so wie die Vivian. Vivian will es immer gleich richtig wissen und probiert dann auch gleich richtig aus. Ja, und liebe Zuschauer, die Fitnessuhr, die wir Ihnen jetzt vorstellen dürfen, das ist die, die ich hatte. Jetzt muss man hier differenzieren. Ich weiß, wir haben ganz schön viel Technik hier, jetzt ganz schön viele Notizblöcke, Ihre persönlichen, liebe Zuschauer, in dieser Sendung. Aber es gibt einfach diejenigen, die sagen, ich will eine Uhr. Ich will eine Uhr, aber mit diesen Funktionen. Et voilà, hier ist sie, für unter 50 Euro. Die habe ich getragen und natürlich hat man hier eine klassische Uhr. Erinnert an das Design eines großen, großen Herstellers, der sich das teuer bezahlen lässt, dass er mit einem angebissenen Apfel genau so eine Fitnessuhr präsentiert und das für 350 oder 450 Euro. Wir bei Pearl TV sind ja nicht umsonst zum Preis-Leistungs-Champion gekürt worden. Wir machen das für 47,41 Euro. Eine Fitnessuhr, die super stylisch aussieht, die ein kontrastreiches, wunderschönes, großes, starkes Display bietet, auf dem Sie jetzt mit verschiedenen Farben Ihre einzelnen Aktionen anwählen können.
Wir haben ein robustes Metallgehäuse. Wir haben eine richtig, richtig stabile, wasserdichte Uhr, die Sie jederzeit im Alltag tragen und nie wieder ablegen möchten. Schauen Sie sich mal das Display an. Ist das nicht ein Traum? Die habe ich getragen und das ist das Startdisplay. 14.46 Uhr. Wir sehen auch hier noch einmal klein die jeweiligen Schritte, die wir zurückgelegt haben, die Kalorien, die verbrannt wurden und vor allem auch unsere Herzfrequenz. Herzfrequenzsensor ist hier selbstverständlich integriert. Das ist der Schlafmodus, das heißt also auch die Schlafüberwachung hier wieder mit dabei und die Herzfrequenz, die jetzt jederzeit hier selbstverständlich analysiert wird. Da werden dann ganz einfach die Beats per Minute gemessen. Ich drücke etwas länger auf den Sensor hier vorne im Display und schon geht jetzt das Messen der Herzfrequenz sofort los. Dafür drücke ich, wie gesagt, immer etwas länger den Home-Sensor. Was wichtig ist, ist natürlich, dass ich hier dann das Fitnessarmband tragen sollte, die Fitnessuhr. Wir haben verschiedene Sportarten, die ausgewählt werden können. Rennen, Radfahren, selbstverständlich hier das Seilspringen, Federball und viele andere Dinge. Alles über das Home-Bedienfeld hier zu aktivieren. Wir haben eine Stoppuhr, einen Timer. Wir haben viele, viele Möglichkeiten, liebe Zuschauer, hier jetzt mit unserem Fitnessarmband einen ganz, ganz tollen Begleiter zu haben, der einfach auch im Alltag ein ganz, ganz fantastischer Helfer ist. Wir können hier selbstverständlich jederzeit durch das System gehen und uns auch jederzeit auf der dazugehörigen App alles nochmal schön und groß anzeigen lassen. So sieht die aus. DaFit nennt sie sich. Ist natürlich auch kostenfrei für Android, aber auch iOS betriebene Smartphones, wo man die Schritte sieht, den Schlaf, immer so schöne Indikatoren. Das finde ich, ist ja so toll gemacht. Ne? Wenn man 8 Stunden schläft, ist das jetzt gut oder schlecht? Es zeigt Ihnen hier Ihr Fitnessarmband an, ob Sie gut, ausgezeichnet oder schlecht geschlafen haben, mit so kleinen Tipps für den Alltag, die Ihnen da noch angezeigt werden, die Herzfrequenz, der Blutdruck, der hier gemessen wird bzw. angezeigt wird mit dem systolischen und dem diastolischen Druck. Unser Herz ist ja eine Pumpe, das heißt also, wir haben zum einen die Pumpbewegung, zum anderen die, wo der Muskel wieder zusammengeht, also systolischer diastolischer Wert. Wir haben hier den Blutsauerstoff, den wir uns jederzeit anzeigen lassen können und das wird auch auf einem permanenten Datenspeicher dann immer für Sie über eine Woche festgehalten. Und die Bewegungen im Freien, die können wir uns auch anschauen, wo dann einfach hier GPS-Signal zum Beispiel verfügbar ist und dann kann es losgehen. Also die Fitnessuhr ist ja auch unglaublich. Wie trägt die sich denn? Du hast das ja jetzt ein paar Tage ausprobiert. Toll. Wirklich toll, ja. Oh, ich bin jetzt gerade am Überlegen. 47,41 Euro. Wenn wir da mal mit anderen Fitnessuhren vergleichen, brauche ich, glaube ich, gar nichts mehr sagen. Das ist der TV-Sonderpreis. Bin gerade am Überlegen. 2 Stunden nach der Sendung kann man da noch anrufen. Unter der NX45235, 5, 6 und die 9 ist die Fitnessuhr zu haben. Ich glaube, ich rufe nach der Sendung auch an. 0180 51 51 3 mal die 2 für die tolle Fitnessuhr. Sie haben auch hier wieder die ganzen Sachen wie an den Armbändern mit Blutdruckmessung, Messung der Herzfrequenz, Farbdisplay. Benachrichtigungen. Benachrichtigungen können Sie auch, genau, dann brauchst du nicht immer dein Handy noch rausfischen. Das ist auch eine ganz, ganz schicke Geschichte. Alles wird am Handy dann auch dokumentiert und Sie bekommen vor allem auch noch Gesundheitshinweise zusätzlich. Also diejenigen, die sich für eine Uhr entscheiden, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, wenn Sie da hier gleich zugreifen, 47,41 Euro. Und Sie bekommen es auch noch, wenn Sie gleich bestellen, vor Weihnachten. Auch hier wieder Schleifchen drum und schon haben Sie ein super Weihnachtsgeschenk für jemanden, der eine Uhr sucht und auch so eine kleine Fitnessunterstützung braucht. Ich sehe, du bist schon wieder hier am Spielen. Der Display ist ja auch unglaublich schick. Also, greifen Sie zu. Egal, ob es ein Fitnessarmband oder eine Fitnessuhr sein soll, wenn es ein Weihnachtsgeschenk ist, sofort anrufen, dann bekommen Sie schnell nach Hause, Schleife drum und Sie haben die tollsten Geschenke von Pearl TV. Vor allem auch die tollsten Preise. Vivian und ich, wir werden uns jetzt mit den Fitnessarmbändern noch vergnügen. Sie bekommen sie ja dann nach Hause, können sich dann auch vergnügen. Das unterstützt Sie dann auch, dass Sie endlich Ihre Vorsätze in die Tat umsetzen können. Juhu. Ja, Vivian ist auch bei den Vorsätzen. Sind Sie auch dabei? Vorsätze, sich mehr zu bewegen im neuen Jahr. Das klappt mit den Fitnessarmbändern und der Fitnessuhr in jedem Fall. Die kleine Variante ist ja am Anfang, hatten wir zuerst, dann die mit dem großen Display. Und dann am Ende noch das High-End mit allen Maßen. Alles tolle Produkte, die viel Spaß machen werden über Weihnachten und Neujahr hinaus. Also viel Vergnügen, gleich anrufen. Ja, Vivian jobbt schon mal los. Bis dann.